Ja, Tag auch Leute und herzlich willkommen wieder zu Pizza Connection. Und hier sind wir wieder in Paris. In Paris läuft es ja noch nicht so richtig rund und ihr habt mir auch nette Comments geschrieben. Das liegt wohl zum größten Teil daran, dass ich nicht so die besten Zutaten gekauft habe und natürlich auch mit einem Restaurant hier noch nicht so stark vertreten bin, jetzt wie zum Beispiel in Berlin und so. Und auch was meine Werbung angeht, denke ich mal, dass ich ein bisschen umsatteln muss, vielleicht noch Zeitung und Plakatwerbung, dann dürfte es hier weitergehen. Und ich habe eben, bevor es losging, erstmal mein Restaurant gesucht, weil in der Regel blinkt das ja hier unten immer. Und ihr seht, aber hier ist mein Restaurant, da blinkt es gerade. Wenn ich hier ein bisschen näher dran gehe, sieht man es. Also eine fiese Gegend, wo ich das gebaut habe. Aber wir gucken uns das Ganze nochmal an. Und da sieht man, dass das eigentlich von der Auslastung her hier ganz okay ist. Ich muss natürlich noch nach wie vor die ganzen Vorräte selbst kaufen. Und mach das auch nochmal schnell, dass wir hier nicht ausgehen. Also noch ein paar Tomaten. Ein paar Oliven. Und ja, das geht leider wieder sehr langsam hier. Ich denke mal, ein Lagerhaus, wie ich es in Berlin habe, werde ich mir erstmal hier nicht gönnen, weil ich ja erst ein Restaurant habe. Ich werde das mal mit der Zeit, denke ich, noch ausbauen und dann kommt auf jeden Fall auch noch eine Lagerhalle. Oh, hier ist zum Beispiel fast gar nichts mehr da. Und der berühmte Käse, wir wissen es ja. Hab jetzt einfach mal direkt gekauft, ohne groß die Preise zu vergleichen. Weil ihr seht ja, ich habe eigentlich Geld relativ viel im Moment durch den netten Bug, dass ich in Berlin ja einfach weiter das ganze Geld bekomme. Oh, und was haben wir denn hier? Da sind sie wieder, die Mafia-Jungs. Häuptling. Ja, ich werde lieber bezahlen. Hihi, grinst. Da freut er sich natürlich. Ja, okay, haben die Jungs mir 6.000 abgenommen. Aber ja, besser als dass mein Restaurant platt ist. Und vielleicht soll ich hier noch einen Fernseher kaufen. Das ist, glaube ich, hier bei. Ne, hier nicht. Hier vielleicht bei, Luxusmöbel? Nee, nicht Luxusmöbel. Nein, hier auch nicht. Hier. Videoflipper und Automaten. Da kaufe ich einfach mal Darth Invaders. Und den stellen wir einfach mal hier oben hin. Dass da ein bisschen was zu zocken ist für die jüngere Generation. Die, ach Mist. Jetzt hätte ich natürlich erst mal schauen können, ob die überhaupt hier kommt. Ja, die Opas kommen eher zu mir. Also die können jetzt auch eine Runde flippern. Die werden sich freuen. Nicht flippern. Darth Invaders natürlich spielen. Okay, gut. Und ja, ich habe auch noch ein paar Zuschriften bekommen, die sie gesagt haben, ich soll natürlich immer mir auch mal anschauen, welche Zutaten gerade so aktuell sind. Also hier in die Zeitung auch mal gucken. Hier ist Dr. Freak Entlarvt. Ist in Wirklichkeit niemand anders als Zack McCracken. Denn die Berichte von Dr. Freak und die Berichte im Nachtecho sind von verblüffender Ähnlichkeit. Sobald wir erste Bilder von Dr. Freak ohne Maske haben, werden wir sie veröffentlichen. Okay, das ist ja was für Insider. Also hier Anspielung auf Zack McCracken, auch nicht schlecht. Kennen ja hoffentlich auch noch ein paar. Und irgendwo, jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich letztens gesehen, was die Leute denn so gern essen. Was denn gerade so in ist. Ich muss mal schauen, wo ich das gesehen habe. Ich klicke mich gerade mal so ein bisschen durch. Irgendwo hier war es, glaube ich. Nee, das war es auch nicht. Das ist immer Mist, wenn man sich das nicht merken kann hier. Ich meine hier irgendwo. Nee. Der letzte Schrei. Doch, hier ist es. Also, angesagt sind Erdbeeren, Porree und Hackfleisch und Oliven. Ich würde sagen, das schreibe ich mir mal gerade auf. Erdbeeren. Porree. Und Hackfleisch. Und vielleicht auch Oliven. Okay, Oliven und Zitronen. Alles klar. Weil es ist, glaube ich, jetzt auch mal Zeit, dass wir unsere eigene Pizza kreieren, nämlich die Pizza für Paris speziell. Und darauf haben, glaube ich, viele gewartet, dass ich mir das hier nochmal antue und mal schauen, wie gut das dann abschneidet. Und ich nehme natürlich die Zutaten, die auch gerade aktuell sind. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal ran. Und ich denke mal so zum Aufwärmen, ja, um erstmal so den Gaumen abzuchecken, was die Leute in Paris denn so gerne mögen, werde ich erstmal die typische Pizza nachbauen, die es im Penny gibt, die ich ja auch in etlichen anderen Videos schon gezeigt habe und auch selber gegessen habe. Deswegen bauen wir jetzt erstmal die Penny-Pizza nach. Und schauen mal, ob die vielleicht was für Paris ist. So, Tomaten drauf und dann die typische Salami-Pizza aus dem Penny,
die wirklich sehr lecker ist. Also ich bin, mache jetzt keine Werbung oder so, aber wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr echt mal probieren. Jetzt machen wir hier so ein paar Salamischeiben drauf. So. Jetzt kommt noch Käse drüber. Nehmen wir natürlich Mozzarella. Machen wir in der Mitte mal so ein schönes Käseding. So sieht übrigens das beim Penny nicht aus. Hier würde ich sagen, an der Seite immer noch so ein kleines Teil hier. Und dann hier noch ordentlich Käse drauf. So. Und natürlich noch Gewürze. Nehmen wir mal Oregano. Haben wir auch noch hier. Zack, 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 zack. Die typische Penny-Pizza. Und ich bin mal gespannt, wie die unserer Jury gefällt. Also, ab damit. Okay. Paris steht überhaupt nicht auf Penny-Pizza. Und, Penny. Ja, das hat leider nicht so, geholfen. Also, die können wir nicht verkaufen, Leute. Das ist nix. Ist die überhaupt jetzt hier dabei irgendwo? Nee. Aber wir können ja mal versuchen, Achso, ich glaube, ich kann hier auf Seite 2 gehen, oder? Ja, da Penny. Und die sollten wir nicht auf die Speisekarte nehmen. Ist die jetzt hier drauf? Nee, Gott sei Dank nicht. Würde ich sagen, Rezept neu erstellen? Ja, wir machen nochmal eine neue. Und zwar jetzt mit den Sachen, die angesagt sind. Also, wo sind die Erdbeeren? So. Immer sagen, so. Wer die Pizza übrigens zu Hause nachkocht und sie isst und mir ein Bild schickt, der gewinnt was. Das sage ich jetzt schon mal. Porree machen wir natürlich hier so und... Ja, immer schön symmetrisch bauen. Ich glaube, das kommt gut an bei der Regie. Ja doch, bei der Regie, die nachher die Pizza bewertet. Und jetzt noch Hackfleisch drauf. Natürlich jetzt hier. So. Und was ist noch angesagt? Oliven. Würde ich es ein bisschen kleiner schneiden. Oh, geht gar nicht mit den Oliven. Dann müssen wir die halt jetzt hier... So. Also ich finde wirklich so, rein von der Optik sieht sie doch relativ gut aus. Und hat auch nur 20% Fett, ist voll im Trend und die geben wir jetzt mal ab. Okay. Also das mit den Pizza selber kreieren klappt noch nicht so wirklich. Die nennen wir natürlich, wie nennen wir die denn mal? Fantasia. Ja, eigentlich müsste man das ja Pizza nennen. Also Pizza Fantasia. Und da ist auch der Tag vorbei, okay. Und ihr seht, wir haben viel mehr Pizzen verkauft als gestern. Scheint sich doch die Werbung endlich mal auszuzahlen, die wir hier die ganze Zeit machen. Weil an den neuen Pizzen kann es ja nicht liegen, die wir jetzt gebaut haben. Und ich traue mich gar nicht, hier die Pizza Fantasia ins Programm zu nehmen. Was wird die denn kosten überhaupt? Machen wir mal 7 D-Mark? Ja, das ist ganz schön teuer. Muss ich nochmal auf die Speisekarte gucken. Oh Leute, ich hasse das. Ich weiß nie, was ich hier anklicken muss. So, Fantasia, sagen wir mal, Specialpreis 4,50. Und dafür müssen wir natürlich jetzt noch die Zutaten kaufen. Und damit die gut ankommt, nehmen wir nur das Edelste. Und nicht so viel. Ich glaube nämlich nicht, dass die gegessen wird. Aber wie gesagt, kocht die Pizza mal zu Hause nach. Liegt, wie gesagt, voll im Trend. So. Okay. Und wir gucken nächste Woche mal drauf, ob sich die Pizza verkauft hat. Ich denke zwar fast nicht, aber ist ja nicht so das Problem, weil momentan läuft der Laden ja eh besser. Und da wir es uns ein bisschen leisten können, machen wir noch Plakatwerbung. Und ich denke, dass man in Paris ein bisschen andere Werbung machen sollte. Nehmen wir hier den Genießer, das Genießer-Plakat. Und das kommt auch gut an, 42% bei der Bevölkerung. Und die Zeitung wird Visualisierung von Daten gelungen. Ist es endlich gelungen, Daten und Datenpfade zu visualisieren? Das hat vorher...
Okay. Ja, das gibt's ja heutzutage fast schon. 143 Pizzen habt ihr gerade gesehen, also es wird immer besser. Aber das wusste ich gar nicht, dass man sich hier die Trends überhaupt so angucken konnte. Hier Schinkenessen ist in. Ja, müsste ich jetzt eigentlich mal eine Schinkenpizza machen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem Programm habe. Ich habe, glaube ich, auch. Das Handbuch habe ich gerade nicht zur Hand, sonst hätte ich mir die Schinkenpizza bauen können. Die habe ich doch eigentlich, oder? Schinkenpizza, natürlich. Würde ich sagen, da Schinken voll im Trend ist, jetzt im Sonderangebot für 4,50. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns noch ein zweites Restaurant suchen. Weil langsam läuft es ja und die Werbung, die wirkt ja sich für die ganze Stadt aus. Deswegen schauen wir mal nach Läden, die wir mieten können. Und natürlich auch nach der Gegend. Verkehrsdichte, mittelmäßig, Einkommen 5.800, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wobei in Paris ja alles sowieso ein bisschen besser ist, glaube ich. Oh, hier ist der Plattenbau. 6.600, selbst hier noch. Aber hohe Kriminalität, da habe ich natürlich überhaupt keine Lust drauf. Deswegen lieber nochmal hier gucken. Ihr könnt es selber lesen. Erholungsgebiet, mittelmäßig. Nee, ich dann lieber hier unten in Belleville. Niedrig, niedrig. Dafür nur 5.000 das Durchschnittseinkommen. Aber vielleicht hier Arbeiter, also gutes Publikum. Das werden wir mal schauen, ob wir hier einen Laden finden vielleicht. Vielleicht hier den zu mieten. 16.000. Voll teuer. Nochmal 16.000. Und hier sogar 20.000. Ach du mein Gott. 18.000. Na gut, wir kommen ja nicht drum rum. Würde ich sagen, nehmen wir den einfach hier, den Laden. Und den kriegen wir bei Denouf und Popu. Muss ich gerade mal schauen. Denouf und Popu. Ja. Können wir anrufen. Unter der. Nee. Neue Nummer. 27 38 244. Hoffentlich ist er da, der nette Makler. Ja, er sieht natürlich gleich aus wie die ganzen anderen auch. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir können natürlich hier den. Die möchte diesen Laden mieten. 16.000, ja, okay. Natürlich, ich hätte es lieber Anfang des nächsten Monats machen sollen, aber ja, komm. Nehmen wir jetzt direkt weg. Ich habe ja in den letzten Folgen teilweise so oft nichts gemacht, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr hier machen können. Und er wünscht uns auch viel Glück und wir legen auf. Und ja, das jetzt einzurichten wird noch richtig teuer, glaube ich. Wie groß haben wir es hier? Ja, einigermaßen groß. Und einen besseren Boden müssen wir rein. Und wir wissen ja hier, Paris ist verwöhnt, deswegen schönen Holzboden. Wie viel kostet das denn hier? Ach, das war ja gar nicht so teuer. Oh, schöner Holzboden jetzt hier drin. Nehmen wir noch einen Ofen. Steinofen natürlich mit der guten Qualität. Nehmen wir mal jeweils einen von denen. Zack. Zack. Okay, und ja, meine Lieblingsaufgabe hier, die Stühle. Auch mal schnell schauen. Luxusmöbel vielleicht nicht schlecht. Nee, nee, keine Luxusmöbel. Ich würde sagen, Natur pur. Das wäre mal was. Natur pur. Eiche, Dunkel und zwei Holzbänke. Ich teste das erstmal, weil ihr wisst ja, mit den Tischen habe ich es nie so. Holzbank. Ja, wie viel können sich denn jetzt draufsetzen? Steht ein Tisch. Steht aber nicht, wie viele Leute. Also wahrscheinlich nur einer. Ja, kann sich wahrscheinlich nur einer draufsetzen. Finde ich aber trotzdem sehr schön. Deswegen werde ich da noch ein paar weitere kaufen. Natur pur hier. Nochmal sowas vielleicht. Haben wir insgesamt mal 8 Tische. Hier ein bisschen. Ach, das ist blöd, dass ich erst die Bänke habe hier. Ich will doch erst den Tisch eigentlich. So, hier den Tisch. Ach. Ja, so sieht das ungefähr aus, wenn man sein Zimmer neu einräumt. Alles total durcheinander. Okay, ein bisschen höher.
Ach, jetzt kommt auch noch die Abrechnung. Aber oh, die Vorräte reichen nicht aus und es wirkt langsam. Wir werden langsam bekannt in Paris. Und das ist doch toll. Ich habe erst gedacht, das geht vielleicht gar nicht voran. Und an der Stelle auch nochmal einen großen Dank an Lokiline, der mir immer mit so vielen Tipps hier bei Pizza Connection zur Seite steht. Wenn ihr übrigens Probleme habt wegen dem Kopierschutz, kann ich euch auch nur empfehlen. Schreibt mal Lokiline an, der hat mittlerweile, glaube ich, schon sein Staatsexamen da drin gemacht. Der kennt sich richtig aus. Auch wenn ich euch natürlich gern weiterhelfe, aber Lokiline ist wirklich ein ganz, ganz guter, der mit mir übrigens auch nochmal, ich kündige es hier schon mal inoffiziell an, irgendeine Folge mal mitmoderieren wird. Ich habe ihm das angeboten, weil er mir doch wirklich sehr oft geholfen hat. Und der ist auf jeden Fall bald irgendwann dabei. Ich muss mal gucken, wann ich ihn erwische. Der ist nicht immer da, der Kerl. So, okay, und um die Pflanzen kümmern wir uns das nächste Mal. Deswegen erstmal, ja, bis bald. Genau. Ciao.